Das ist eigentlich schon ein langer Weg, den wir da gegangen sind. Eigentlich der erste Schritt 1996 in den ersten eigenen Webshop, dann 2008 das Thema Konfiguration von Fahrrädern. Das waren eigentlich so die zwei großen Schritte in die Digitalisierung und jetzt versuchen wir wirklich ganz viele Services da auch zu integrieren. Das hat den Mehrwert, dass zum einen im Bereich der Konfiguration die Konfiguration zu Hause begonnen und dann im Store weitergeführt werden kann. Und wir bieten auch verschiedene Messservices an, die der Kunde dann im Store wahrnimmt und dann online beispielsweise abrufen kann, sodass wir ihm dann auch online einen vergleichbar guten Service bieten können wie im Store. Die dienen vor allem natürlich der Kundeninformation für aktuelle Themen. Gerade ist unser Outlet, dann haben wir die Möglichkeit, auch unser Outlet zu bewerben und nicht nur statisch, welches Produkt sich in welcher Abteilung befindet, sodass es vor allem natürlich fürs Marketing einfacher ist, alle Themen hier im Store dann auch zu platzieren. Geht sicherlich sehr stark ins Thema Augmented Reality und Virtual Reality, sodass wirklich die digitale Welt mit dem physischen noch viel, viel stärker verschmelzen wird in Zukunft. Das ist also sehr, sehr spannend, was da gerade passiert und wir haben da schon die ersten Projekte in der Pipeline. Vor allem natürlich erstmal das Auge und das Ohr am Markt und sehen, was passiert gerade, was sind die wichtigsten Trendthemen. Man muss sich einfach damit beschäftigen und einfach aufmerksam verfolgen, wann vielleicht neue Technologien auch bezahlbar werden. Und ansonsten geht es, glaube ich, vor allem um digitale Sichtbarkeit, also so die Basics wie Google-Profile, Facebook-Präsenz, eine eigene Kundendatenbank, Warenwirtschaft, dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Sicherlich ganz stark in Richtung Connected Bike und Elektrifizierung. Da passiert gerade eine Menge. Selbst im sportlichen Bereich hält das Thema Elektro gerade ganz starken Einzug. Und das Bike wird in Zukunft einfach auch mit anderen Geräten und Gegenständen kommunizieren und wird sicherlich gerade im zukünftigen Verkehr im urbanen Raum auch integriert, wie es jetzt gerade auch geplant ist mit Automobilen.